Wo ist mein Gast? Das erfahren wir gleich. Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Christian. Haha. So, Christian, sag mal, wieso hat das so lange gedauert? Also einmal deine Rückkehr und einmal, warum die nächste Folge... Ja, also das erfahren wir jetzt auch gleich. Ich gehe erstmal los, oder? Ja. Ja. Dann kannst du erzählen, wenn du möchtest. Ja, es ist so, wir haben ja angefangen, die Folge aufzunehmen und dann kamen wir so einem bestimmten Rätsel, wo wir so lange geklickt haben, bis die Folge zu Ende war. Ja. Dann machten wir noch eine Folge, wo wir 40 Minuten an selben Rätsel saßen. Und dann habe ich vorgenommen, okay, ich werde das jetzt entschlüsseln irgendwie und dir sagen, das habe ich aber nicht gekonnt. Hm. Und nach einer Woche in etwa habe ich heute Morgen dann Kiki 3 Fotos geschickt, damit sie weiß, ich habe das jetzt gelöst. Und deswegen kommt die Folge, sie weiß ja gar nicht, woran es lag oder wie es ist. Nee. Sie weiß so in etwa, wie wir bis dahin kommen und dann zeigen wir euch das beste Rätsel vom Spiel. Beste Rätsel. Aber erstmal gehen wir ins Voodoo-Museum, weil hier sind wir letztes Mal angegriffen worden. Das wollen wir jetzt mal... Professor Hartridge said that in Voodoo, a small ritual coffin is called a Seke Madule. Seke Madule. Ja. I'm close enough to use it. Okay. Even if that were for sale, okay. Gabriel couldn't afford. Vielleicht reden wir noch mal mit ihm. Was war da, hey, was war das denn hier mit der Schlange, ne? Hör mal. Could I ask you some more questions? Of course. I also find our dialogue stimulating. Der ist sehr groß, ne? Ja. Irgendwie schon. Haben wir denn eigentlich noch nicht? Ach, gibt es Voodoo heute? Voodoo heute? Ja, unten. Oh. Tell me more about current Voodoo. Ah, okay. More. You have tapped my resources. Okay, okay. Aber... Do you know Malia Getty? Should I? She referred me to the museum. Many have read about our museum in the newspapers, Mr. Knight. Komm schon. That's a good point. Voodoo. Is there anything else I should know about Voodoo? Hier Baileys, ne? Not if your interest is primarily. Und zu verkraften, was kommt. Voodoo is of interest to those who study rural folk traditions, but it will not aid you in understanding true Voodoo. Natürlich. Okay. Haben wir das eigentlich schon? Are you sure you eigentlich know? Schon, okay. Ja, gut, er erzählt uns. Hast du eine Dambala gefragt? Dambala. Have you ever heard of Dambala? Of course. It is one of the lore. Also, das war's. Danke für die ausführliche. Na gut, ich meine... Also, wie ist das Ding? Professor Hartridge said that in Voodoo, a small ritual coffin is called a Seke Madule. Seke Madule. Okay, das ist wohl noch wichtig, habe ich gehört. Ach, ich finde das immer sehr schwierig. Was benutze ich? So, jetzt. Die haben zwei so viel, ne? Also ja, Aufrufezeichen und Fragezeichen ist doof. Ja, irgendwie schon. Goodbye, Mr. Knight. Mr. Knight. Umgehen und offen sollte einfach Action sein oder so. Genau. Also so, da war eine Sache mit dem Friedhof, sagtest du. Also haben wir ja versucht, so. Achso, ja. Und zwar, das ist also... Aber Moment, vielleicht ist es besser, wenn du erst zur Polizeiwache gehst. Zur Polizei? Ja, ja, ja. Dann verstehen die Leute ein bisschen besser. Falls möglich. Gut. Gehen wir zur Polizeiwache. Wir haben ja den Hotdog-Verkäufer, oder was für ein Verkäufer das auch immer war, haben wir ja irgendwie da hingeschickt, oder? Letzte Mal? Den Bulettenmann. Den Bulettenmann. Siehst du, da ist er schon. Vom Berlin Connection. Ach, der Würstchenmann. Verzeihung. Where? Da. Detective. So, was mit dir? Horst. Möchtest du auch ein Würstchen? Der muss erstmal noch seinen Kram fertig machen.
Ah nee, jetzt ist er fertig. So, wir haben ja... Ah, jetzt sind alle weg. Grab me three or four, would ya? Na, forget it, I'm broke. Rats. Ja, dann geh selber. You stay put. I'll be back. Ja, lass dir Zeit. Wir haben hier den Schlüssel gekriegt. Ups, da ist er. Was ist hier von... Ach, komm schon. So schwer ist das doch nicht. Oh nein. Wieso? Das war jetzt sehr kurz. Naja. Okay. Versuchen wir es nochmal. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie raus oder rein. Oh Gott. Kommt der nochmal? Nein, jetzt sag nicht. Kommt der einmal pro Tag. Ach nee, jetzt sag nicht, wir müssen wieder zum Park und den wieder dahin schicken. Boah, das kann sein. Kein Bock. Nein, wieso? Ach nee, der ist ja gar nicht hier. Wo ist der denn dann? Ja, vielleicht wenn du wieder... Ja. Na gut, das wäre besser gewesen als einmal pro Tag, ne? Oder weiß ich nicht. Na, wie auch immer. Vielleicht musst du eben das Büro verlassen. Haben die Polizei verlassen. Das Präsidium. Hm. Tja. Wollen Sie nicht noch ein Würstchen? Don't ruin the man's nap. So pennt er denn? Okay, dann versuch einfach reinzugehen. Okay, ja, das... Hä? Ach so, wenn der pennt, dann... Oder wann auch immer, also. Ja, ja. Oh nein. Okay, dann warten wir einfach, bis der pennt, dann... It is. Gee, I'm sorry. No business. Sorry. Schlaf doch mal eine Runde. Oder lade einfach nach das Spiel und gehst du dahin und machst du das. Was? Das Spiel laden. Nochmal? Ja, du hast sonst gar nichts gemacht. Ach so. Ja, okay. Ja, warte, ich geh nochmal rein. Weil es musste sein, da wo euer Hotdog ist, da hättest du... Mm. Weißt du, da waren alle draußen. Ja. Ah ne, der pennt. Gleich. Ja, one. Ah. Sorry. Ja, okay. Sehr langwierige Geschichte. So. Die Musik hier ist viel lauter. Total. I'm going out. Have fun. So. Und? Yay! Hey, it's a Benny. Ja, und dann die Tür aufmachen. Mm. Und Schlüssel an der Tür und dann, aufmachen. Ja. Erstmal wandern sie alle raus. Komm, mach flott.
der mal fertig ist. Und? Aha. Grab me three or four. Forget it. Rat. You stay put. I'll be back. Ja, ja. Geh. Geh. Da beeilst dich auch nicht besonders. Nein. Wie soll das denn gehen? Ah. Oh, is this private? Sorry. Also da hat man jetzt wirklich nicht viel Zeit. Ja, ne? da fällt da vielleicht was anderes. Na gut, dann zeige ich dir den Friedhof. Das ist, was ich weiß. Okay. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis alle wieder drin sind. Mhm. Ich warte kurz, bis der pennt. Irgendwann macht er, glaube ich, ein Schläfchen. Jetzt? Vielleicht? Nein? Nein. Dann gehe ich. Okay. Der schläft nicht. Also, okay. Friedhof. Die Szene ist super, habe ich gehört. Hm? Die Szene ist super, habe ich gehört. Also, das hier ist wichtig, ne? Mhm. So. Und da haben wir unser schlaues Notizbuch gehabt. Aha. Let me get these new marks down. Neue, okay. Verstehe. So, und dann haben wir die ja. Können wir die miteinander. Aha. Gabriel checks the two messages for duplicate symbols and transfers the letters from the matches to the new message. He finds that he has the translation for all of the symbols. Mhm. Except for three. Okay, super. Das klingt schon mal super. DJ, Geheimtreffen heute Nacht. Bringe FW ET wie auch immer. Ja, das ist ein Blatt. Ja. Das andere Blatt hat auch was anderes. DJ, bewache GK, vielleicht Gabriel Knight. Mhm. Tu ihm lieber nicht weh. Ja, wir sind eigentlich fast gestorben, aber gut. Eigentlich. Ja, er ist tatsächlich fast zu spät gewesen. Genau, und jetzt, wo du weißt, dass dort Nachrichten für den für DJ gemacht werden, dann kannst du ihn an der Nachricht hinterlassen. Okay. Und wir schreiben die mit einem roten Ziegelstein. Gabriel, should at least wait until the watchman is gone before defacing the tomb. Ja, jetzt. Oh, das war sein Stichwort. Ja, genau. Jetzt geht er. Regisseur hat gesagt. Okay. I think I'll leave a message of my own. Okay. Welche Gegenstand hast du im Museum gesehen, das verdächtig den, war? Diesen Seke Madule. Den Koffer halt. Den ne? Koffer, ja. Genau. Und dann, so. Da sollen wir, also anhand des Koffers sollen wir ihn hinterher sein, das soll er mitnehmen. Mhm. Und dann musst du, wenn du... Den Pfeil sein, also, ja. Ja, also guck dir das andere Blatt an. Nächste Nachricht. Ja. Ja. Okay. Dann soll er zu diesem Geheimtreffen, soll er dann den Koffer mitbringen, den Seke Madule. Genau. Ja, das Tolle hier ist, wie man vielleicht schon sieht, also ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cursor-Felder. Aber 7 Buchstaben. Ja. Das Tolle ist, bei dieser Version, wie ist das? Ist das gemixt? Deutsch, sag Englisch? Sag doch mal den Leuten das erste Bild, das ich dir geschickt habe. Von der Küche. Ja.
Genau. So. Das ist genau, was das passiert. Das ist genau das Prinzip, was wir hier haben. Das Spiel an sich hat dann die, ist halt die englische Fassung quasi. Ja. Man hat aber Deutsch draufgepackt. Super. Das, deswegen gute sind Idee. Die Buchstaben dann anders. Und dann habe ich das hier gefunden. Da sind jetzt das ist einmal die deutsche englische. Und die englische Version nebeneinander. Nee, das ist beide Ach, Blätter. Beide. Ah ja, beide. Beide Blätter aus englisch, der englischen okay. Fassung. Ja. Und dann, was du jetzt tun sollst, ist dann schreibst du DJ bring CK Madule. Mhm. Aber ignorierst, auf englisch, ignorierst du, was du da siehst, du genau. zählst nur ich hier zähl rauf. Nur. Also DJ ist schon mal okay. DJ. Okay. B. Nee, falsch. Eigentlich müsste das. Du kannst oder ist das die nächste Nachricht? Das kann auch sein. Genau, du kannst wohl nicht nach. Nee, das ist es auch nicht. Darf ich mal gucken? Ja. R suchst du jetzt, ne? Ja. Okay, dann ganz unten links. Das. Das ist ein R. Ah ja, das ist es, ja. Genau. Dann I. Ist. B-S. Hm? B-R-I. Oder? Ja. Ja, dann klick mal nächste Nachricht. Und dann das I ist hier. Mhm. So drei nach ja. unten und ein nach rechts. Okay, hast du gemacht, ne? Dann N. Das daneben. Das daneben. Mhm. Und dann machen wir ein S. S. Das ist... Müsste das hier sein, ne? Mhm. Ein E. Ein E ist dann der zweite Reihe. Oh. Das ist ein E. Na gut, dann machen wir nichts. So. Nee, das ist ein... Das ist kein... Dann, also. E, T, K. E... Brauchen. Nächste Nachricht. Gibt's das irgendwo? Ah, genau. Manche Buchstaben gibt's gar nicht. Ach, die gibt's nicht. Dann hier fehlt ein Y eigentlich. Es ist der K, ne? Zick, ja. Ja, und ach, das, stimmt, ja. Das Y ist das eine Wort, das nicht gibt. Mhm. Und dann ist dieses Symbol hier. Ui. Der hier mit Fragezeichen gekennzeichnet ist. Mhm. Müsste dann das hier sein, richtig? Du hast das so schnell geklickt. Nee, das ist nicht richtig. Guck mal. Okay. Aber ich dachte, hier ist auch ein Fragezeichen. Ja, aber es sind drei Buchstaben, die du nicht kennst. Mhm. Y, M und O. Okay. Und die sind hier alle mit Fragezeichen. Mhm. Und das ein Fragezeichen, das hier. Mhm. Einmal da. Da, okay, mhm. Das ist das Y. Jetzt okay. kommt das M. Mhm. Das M kennst du auch nicht. Was ist das? Das ist das letzte Fragezeichen, ja. Ja. M. Mhm. Jetzt ein A. A, genau. Sollte da sein. Da, wo das W ist, glaube ich. Da. Ja. Das ist ein A. W. Ein D. Alle erste oben. Ah ja, genau. Und es ist nicht du, Le, sondern der O. O. Das ist ein O. Achso. Na. Was ist das? Ja. Hast du das geklickt? Ja, das ist ein O. Aber kam's? Okay. Ja. Na, das U kennt ihr nicht. Mhm. Zum Fragezeichen. Das. Das hier. Okay. So ist die dritte Reihe, dritte Folge, also vierte. Nee, sorry, von oben, ne? Das hier. Mhm. Mhm. Dann L. L. Nächste Seite, ne? Mhm. Der erste, zweite. Ja.
Und dann E. Genau, dann wahrscheinlich wieder das da unten, ne? Ja. Und dann machst du Ende. Okay. Und drückst die Daumen. Hä? Sensing. Oh. Ja, das Gefühl. Dann müsstest du es nochmal machen, aber dann. Gabriel rubs it off. Okay. Fokussiert da. Okay. Kein Wunder, das dauert eine Woche, Leute. Ja. Erstmal drauf zu kommen, wieso kann man nicht. Ne, ja. Also, wir wollten immer hier an E klicken oder so. Das ging halt überhaupt nicht. Ja. Also. DJ. DJ ist easy, ne? Mhm. Dann ein B. Dann ein B habe ich. Ist hier 1, 2, 3. 2, 3. Mhm. B. Ja. Dann. Ja. R. Ah, ist das hier unten? R, aha. Mhm. Dann I. I hat diese Seite gar nicht. Aha. 1, 2, 3. Hier, aha. Mhm. N. N. 2, 3, 4, 5. Aha. Mhm. Okay. Okay. Ist 4 und 3. 1, 2, 3, 4, 2, 3. Nee. Nee. 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3. 2, 3. G. Mhm. S. Ah, S ist vielleicht hier. Ja. E. E ist hier. Dann K wahrscheinlich, ne? Mhm. K gibt's hier nicht. 1, 2, 3. K. Auch ein I. Ein E. Y. Okay, das Y ist. Das sieht so aus. Aha. Scheinbar. Das ist das zweite hier. Mhm. Es sind auch. Das gibt's auch nicht. Das. Aha. Das hier. Mhm. Mhm. Ja. A. A. Ja. D. Dann O, ne? O, ja. U. Also das gibt's nicht. Was ist denn dieses hier? Mhm. L. Hab ich hier nicht. Das andere Blatt, ja. Okay. Ja, das müsste es eigentlich sein. Macht er nicht. Sensing that his message isn't quite right, Gabriel rubs it off in frustration. Okay, also, was wolltest du sagen? Ohne das Y vielleicht? Nee, weil ich kann mich erinnern, dass ich 3 Unbekannte nutzen würde. Mhm. Also es geht halt so, Leute, und hier ist das Ding, ne? Aber ich habe natürlich danach gespeichert. Du kannst einfach laden. Ach so. Das 4 mit dem Buchstaben. Und das war. Trick 17. Ah, Moment. Was? Genau, genau. Kannst du dann das letzte Foto suchen? Das hier. Genau. Okay. Dann zeig das. So, okay. Das steht da unten. Zufrieden mit seiner Arbeit lässt Gabriel den Ziegelstein fallen, wenn nur DJ das jetzt rechtzeitig liest. Okay. Also, das ist der Beweis, dass es mal ging, ne? Ja, also, ne? Also mehrere Tage da. Also, das war wirklich schlimm. Ich glaube, man lädt die Musik sehr laut und die wird immer leiser. Ja, also das ist jetzt der Stand. Klick mal da.
Gabriels coded messages on the wall. Also wir tun jetzt mal so, haben wir gemacht, ne? Ja, ich meine, woher sonst, ne? DJ, bring... Ist das... Ja, das ist das CK, ist, weil das ist zwei E's. Ja. CK. Nee, bringe. CK. I. I? Nee, weil nee. Das ist ein A. Okay. Nee, CK, ma, duli. Ah, dann ist das nicht CK. Nee. Ja, sondern also wurscht. Also, also ich rufe einfach, irgendjemand hat gesagt, holt ja euch nicht die Übersetzerversion. Ja. Irgendjemand hat es mal gesagt, von euch, ja, von den Kommentaren. Das, aber ich dachte, es ging um Sprechern oder ja, weiß ich nicht was. Ne? Ja, nee. Aber das ist ja... Viele Dinge. Okay, das haben wir jetzt, haben wir gemacht, nach einer Woche. Yay! Ja. Jetzt kann es weitergehen. Jetzt bin ich gespannt. Okay, also jetzt haben wir das mit dem Polizeirevier aber immer noch nicht gelöst. Boah, jetzt geht doch. Nee, das weiß ich nicht, wie man das löst. Ja, wahrscheinlich muss man echt warten, bis der einpennt. Meinst du? Ja, weil zumindest ein kleines Zeitfenster gab's und ihr ist das scheinbar egal. Ach, da ist er wieder. Ach, hey, ach ja, wir haben ja vorhin noch gar nicht. Also es ist ja wieder ein neuer Speicherstand. Ja, das habe ich nicht gelöst. Stimmt. Dann versuchen wir es nochmal. Hallo. Was du auch probieren kannst, ist, dass wenn du diese Tür aufmachst, dann versuchst du die anderen aufzumachen, ohne den Schlüssel nur aufzumachen. Fürs? Also diese aufmachen und dann diese aufmachen. Aber nicht mit den Schlüssel, sondern nur aufmachen. Okay. Vielleicht ist so ein... Wenn du das Falsche klickst, dann kommt der. Ah, ne, okay. Der wartet sogar, erwischt zu werden. Ja, genau. Oh, is this private? Sorry. Okay. Wobei, das ist vielleicht gut, weil vielleicht schläft er ein und die Frau ist draußen. Und dann, die kommt jetzt auch rein. Aber der Frau ist das eigentlich ziemlich egal. Und vielleicht sollst du vor der Tür stehen, nur parat. Ja. Und dann warten, bis der schläft und dann einfach durchmarschieren. Kannst du dann ein paar Schritte dahin, meinst du? Okay. Kannst warten, ob der überhaupt einpennt. Aber vielleicht muss ich nochmal wiederkommen, das kann natürlich auch sein. Das war ja vorhin auch so, dann bin ich rausgegangen, bin nochmal rein. Und dann war der so schläfrig. Okay. Ja, der schreckt so, zweimal hoch, ja. Ja, ja, vielleicht so länger warten. Hm. Ah, vielleicht musst du jetzt wieder raus. Vielleicht. Das macht ja Spaß. Solche Spiele sind auch gemacht, dass die Leute sechs Monate dann spielen, ja, und nicht einmal der Woche die Eltern sagen, wir haben ein neues Spiel. Eins. Ja, lass ihn mal in Ruhe. Irgendwann muss der so bleiben. Zwei. Drei. Jawohl. Perfekt. Geh schneller, Gabriel! I told you not to go back there. Das geht that nicht. That area is for police business only. It is. Gee, I'm sorry. Oder ich rede nochmal mit dem, wenn der wach ist. Ich weiß nicht, ob der irgendwie noch seine Schwachpunkte hat. Got a second, officer? What can I do you for? Detective Mosley. Ja. I'm here to see Detective Mosley.
we don't have a what? Detective Mosley here. Hm? What? I've seen him all week. Listen to what I'm saying. We don't have a Detective Mosley on the force. Hm. Mhm. Ja. Okay. Ich nehme mal das andere. I think we should talk about what's going on around here, Officer Frick. Ach, wir kennen den. I don't want to hear it, Mr. Knight. Now do yourself a favor and keep your nose out of here. Was? Also. Hm? Sorry. Jetzt habe ich überlegt, ob du den Schlüssel anwendest, wenn die eingeschlafen ist, an der hinteren Tür, nicht? Ja, ja, ja. Also. Achso, ja, okay, dann. Nee, aber. Wo? Was? Schon an dieser Tür, aber nachdem du die kleine Tür aufgemacht hast, logischerweise. Okay, warte. Der ist wohl wach. Ja, aber der reagiert nicht. Also das ergibt jetzt keinen Sinn, aber ich habe einfach mal weitergeklickt, weil die Gelegenheit war irgendwie günstig. Nee, überhaupt nicht. Aber ist egal. Gabriel doesn't see anything of interest. Gabriel could take that. Dann mach das auf. Gabriel kann. Probier mal die andere Schublade. Ach, oder öffnen? Not me. I've seen how Mosley organized. Ein bisschen tiefer. Not die me. Andere. Und jetzt kann ich erst die Zuschauer dann erklären, wieso ich das hier mit dem DJ Manuelet wusste. Weil hier ist halt ein Peilsender. Ja, ja. Und das musste man in den Ding da halt packen, nur dass ich wusste nicht, wie man hier reinkommt. Tracker might come in handy. Meine Güte. Ja, und dreimal darfst du raten, wo diesen Peilsender hin muss. Natürlich bei diesem Koffer. In den CK Madule. CK Madule. Capri Sanka. Hoffentlich sind wir das dann nicht. Ja. Hey, get out of there, you. Ja. Hä? Sorry. Just look at the restroom. Das war jetzt ein ganz billiger Trick. So, jetzt habe ich mir mal den Baileys ordentlich verdient, ne? Tja. Yes. Also das Spiel hat manchmal Momente, wo die Leute dann fürs Leben aufhören. Ja, das also spätestens beim Friedhof. Ja. Okay, dann also wieder zum Voodoo-Museum. Vielleicht muss man mit ihm sprechen und dann warten, dass er schläft. Aber der hat auch nicht geschlafen, ne? Nicht wirklich. Na gut. Ich kann es dir nicht sagen. Also... Der Peilsender. Also einer für uns, einer für die, ne? Eins für alle und alle für eins. Okay, das war schon mal ganz gut. Gabriel slips the signal device into the CK module. Voll unauffällig. Can I assist you, Mr. Knight? No, just looking. Ja, das war's auch schon wieder. Tschüss. Achso, ich muss den... I hate to rush you, Mr. Knight, but I am afraid I must close the museum early this evening. Good. This is St. John's Eve, and it's getting on towards dusk. I have things I must do. St. John's Eve. No problem. I'll just leave. Goodbye, Mr. Knight. May the spirits guard you well tonight. Ja. Mal gucken. Und jetzt kannst du außerhalb New Orleans gehen. Ah ja. Dahin. Oh, in den Sumpf. Ja. Ja. Das ist neu. Und hier ist offiziell das Ende meines Wissens. Oh, spannend. Okay. Brauchen wir den Peilsender, ne? Oder? Besser wär's, sonst verlaufen wir uns da gnadenlos. I don't need to track myself. Ach so, ja, okay. Aber wie machen wir das? Den Satellit vielleicht. Ach ja, oh, das haben wir auch. Habe ich gar nicht gesehen. Gabriel pulls out the tracking device, hoping that the Shaky Module made it to the ritual and that this thing will
Viele Spiele haben so einen, Teil, ne? Ja, das erinnert mich voll an Monkey Island oder Sherlock Holmes oder so. Ja. Gabriel does not want to turn off his only means of direction. He can follow it to get to the conclave or go the opposite way from what it suggests to return to the bayou exit. Okay, dann würde ich sagen, wir speichern an dieser Stelle, bevor wir uns hier gnadenlos verlaufen. Und sehen wir uns in der nächsten Folge.